Und es handelte sich um einen Brand im Schortensilo von der Heizung. Der Dachstuhl von dem Silo war eigentlich schon im Vollbrand, wenn wir gekommen sind. Der Brand war eigentlich relativ schnell unter Kontrolle, weil der Schortensilo rundum alles abgemauert ist. Also es gibt nirgends einen Durchbruch und so, auch zu der Heizung habe ich. Hat alles gepasst und jetzt sind wir dran, dass wir den Schortensilo ausrahmen, damit wir die letzten Glutnester, die was im Silo noch sein können, von den Schorten her wegbringen. Ja, es werden nur ein paar Stunden dauern, weil es sind gute 30 Kubikmeter Schorten wahrscheinlich im Silo drinnen. Das schnelle Eingreifen von den ganzen Feuerwehren da in der Umgebung haben wir da gleich was verhindern können.